Matthäusevangelium. Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt dem Propheten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impuls zum 30. Sonntag im Jahreskreis. Das Kirchenjahr geht zu Ende und wir hören am Ende dieses Kirchenjahres, wie Jesus auf die Probe gestellt wird. Letzte Woche war die Frage, wie ist es mit den Steuern zahlen? Diese Woche steht auf dem Programm, was ist das wichtigste und erste Gebot? Jesus antwortet sehr biblisch. Er beruft sich auf das Buch Deuteronomium, in dem es eben heißt, du sollst mit deiner ganzen Faser dich auf Gott einlassen. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit all dem, was dich ausmacht, darfst du und sollst du dich auf Gott einlassen, um letztendlich das Leben zu gewinnen. Jesus ergänzt es nochmal deutlich um das zweite Gebot. Dabei ist es selbstverständlich, wenn ich Gott liebe, werde ich mich seinen Geschöpfen nicht verweigern, werde ich mich auch seinen Geschöpfen öffnen. Aber dennoch setzt er diesem ersten und wesentlichen Gebot das zweite an die Seite und sagt, das ist ebenso wichtig, den Nächsten zu lieben. Und er betont wie sich selbst. Wir sind in einer Zeit, in der wir manchmal feststellen müssen, dass Menschen sich nicht selbst leiden können, nicht sich selbst lieben können. Wie ist es dann mit der Liebe zum Nächsten? Es ist eine Herausforderung, auf der einen Seite sich selbst anzunehmen, auf der anderen Seite den anderen anzunehmen, wie er ist und nicht, wie ich ihn gerne hätte. Somit ist dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, eine wirkliche Herausforderung. Eine Herausforderung, zu sich selbst ehrlich zu sein, sowohl in der Selbsterkenntnis wie auch in der Fremderkenntnis. Dass man nicht versucht, den anderen sich zurechtzuzaubern oder zu zimmern und dass man sich selbst nicht beschwindelt und nicht etwas an sich selbst liebt, was nicht wahr ist. Wir sind eingeladen, diese zwei Gebote noch einmal an uns selbst zu überprüfen. Und wir dürfen diese Liebe Gottes annehmen und wir dürfen diese Liebe Gottes in uns entdecken. Wenn Gott uns liebt, was kann dann falsch an uns sein? Wenn Gott uns liebt, wie sollten wir dann nicht auch den Nächsten lieben können, wenn wir doch selbst angenommen sind? Wenn Gott uns liebt, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie lieben können, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all den Fasern, die Sie ausmachen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz dort verankert ist, wo das Heil ist, bei unserem Gott.